Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Jörn von Redrock Adventures. Wir stehen hier auf der Abenteuer Allrad. Und ich möchte euch heute den neuen Innenausbau für den Jeep Wrangler 4XE, den ersten Plug-in-Hybrid von Jeep, vorstellen. Der neue Jeep Wrangler 4XE ist ja ein Plug-in-Hybrid und als solcher bringt er eine große Batterie mit der er bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Das heißt aber auch, dass diese Batterie, die muss ja irgendwo untergebracht werden, und das hat Jeep so gelöst, dass er sie hier im Innenraum untergebracht hat, und zwar unter der Rücksitzbank für die Fond-Passagiere. Das war ja auch eine gute Idee. Der Nachteil war allerdings für uns, für unseren Innenausbau, dass wir ihn nicht mehr weiterverwenden konnten, den Explorer-Innenausbau, den wir für den normalen Jeep Wrangler JLU und JKU bauen, weil wir jetzt die Batterie natürlich umbauen müssen sozusagen. Und da haben wir uns ein komplett neues Konzept überlegt, wie wir das Ganze umsetzen, und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Im Pflichtenheft für dieses Fahrzeug stand also drin, wir wollen einen Innenausbau haben, womit man mit dem Wrangler 4XE mit zwei Personen drin schlafen kann. Wir wollen auf jeden Fall genügend Stauraum im Fahrzeug haben. Wir möchten eine Kühlmöglichkeit haben, also eine Kühlbox, in diesem Fall eine Kühlschublade. Wir wollen eine mobile Küche natürlich dabei haben. Wir brauchen eine zweite Batterie. Und das alles müssen wir also hier in diesem Fahrzeug unterbringen. Und das war also die Herausforderung, das Ganze jetzt in den 4XE zu integrieren. Ja, dann zeig doch mal bitte, wie er das gelöst hat. Okay, wir haben also hier zunächst mal auf der Seite, hier ist die Batterie. Unser Innenausbau baut also da drüber. Und wir haben hier zunächst mal eine große Schublade, die man also rausnehmen kann, rausziehen kann, beladen kann. Die ist 60x40x22. Man kann die auch als Ganzes rausnehmen, A, um sie natürlich irgendwo hinzubringen, und B, muss man das auch, damit man hier unten noch an die Revisionsklappe von der Batterie kommt. Also zur Verständigung, das ist hier die gesamte Batterie, geht über die gesamte Breite des Autos? Das ist die Batterie, die geht über die gesamte Breite des Autos. Und hier oben, das ist die Revisionsklappe, die ist mit 8 Schrauben verschlossen. Und die muss aber beim Händler jederzeit zu öffnen sein, damit das Fahrzeug gewartet werden kann. So haben wir also zunächst mal den Stauraum auf dieser Seite. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mal auf der anderen Seite. Einen weiteren Stauraum haben wir hier, und zwar unter dieser Klappe, die man also einfach so rausnehmen kann, haben wir hier also auch nochmal Stauraum. In diesem Fall ist hier der Wassertank untergebracht. Der Wassertank ist eine Option, die man also dazu kaufen kann. Es ist ein 12 Liter Wassertank mit elektrischer Pumpe. Wie wird der befüllt? Man befüllt diesen Wassertank über diesen Schlauch. Der kann also hier außen am Wassertank angesteckt werden. Dann kann man sich den, wenn man möchte, sogar noch hier durch das Türschloss so ein bisschen fixieren und kann dann hier mit einer Wasserflasche oder einem Wassersack oder was man da auch immer hat, dann Wasser einfüllen. Man kann natürlich auch einfach seinen Gartenschlauch von zu Hause einfach an den Tank anschließen. Gut. Dann haben wir am Heck des Fahrzeugs die Kühlschublade. Wir haben also keine Kühlbox mehr, weil wir die nicht mehr untergebracht haben vorne. Das ist einfach zu groß und zu voluminös, oder sie wäre vom Volumen her, dann hätte sie zu wenig Kapazität gehabt. Deswegen haben wir hier auf eine Kühlschublade zurückgegriffen mit 30 Liter Kühlvolumen und haben da also genügend Platz für Lebensmittel und Getränke unterwegs. Die Kühlschublade lässt sich also auch hier von außen bedienen, kann man also die Temperatur einstellen und kommt also immer schnell an kühle Getränke und so weiter heran. Was ist das für ein blauer Knopf? Der blaue Knopf hier ist die Pumpe für unseren Wassertank. Der bedient dann hier unseren Duschkopf. Das heißt, in dem Moment, wo die Pumpe läuft, kann ich hier, wenn denn Wasser wäre in dem Tank, Wasser entnehmen oder sogar hier oben das Ganze einklemmen und sogar duschen.
Auf der anderen Seite haben wir hier die Mokubo. Die hat sich nicht verändert, also die bekannte Form unserer mobilen Küchenbox. Was auch immer noch problemlos möglich ist, wie bei allen unseren Ausbauten, ist, dass man, wenn man hier die Kiste ein bisschen vorzieht, unten noch an das Fach kommt, was im Kofferraumboden ist. So, auf der anderen Seite geht's weiter. Hier haben wir auch wieder Stauraum, genau wie auf der gegenüberliegenden Seite. Und auch hier haben wir wieder eine Klappe mit Stauraum unterhalb der Liegefläche. Und in diesem Fall ist hier die Zusatzbatterie untergebracht, die also die Kühlschublade und den Wassertank mit Energie versorgt, sodass man halt nicht auf die normale Fahrzeugbatterie zugreifen muss. Das ist also alles, was wir so im Fahrzeug drin haben und verbaut haben. Jetzt kommt mir die Liegefläche ein bisschen kurz vor. Kann man denn da wirklich liegen? Da kann man wirklich liegen. Man muss die halt verlängern. Und das macht man so, indem man den Sitz hier nach vorne fährt. Ich mache das mal eben. Und dann das Kopfbrett ausklappt. Und dann hat man eine Liegefläche von 1,90 Meter. Das macht man wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das macht man, wenn man zu zweit übernachten möchte, auf der anderen Seite genauso. Wie groß ist die Liegefläche dann ungefähr? Die Liegefläche ist etwa 1,90 Meter in der Länge. Am Kopfende sind es 1,35 Meter und am Fußende sind es etwa 1,10 Meter. Das sind halt die Innenmaße, die der Jeep Wrangler zur Verfügung stellt. Es muss für diesen Innenausbau nichts verändert werden am Auto. Also man muss eigentlich nur die Rückbank ausbauen. Man muss keine Kunststoffteile abbauen, man muss keine Gurte ausbauen oder sonst irgendwas in der Richtung. Man kann das Ganze auch wieder zurückrüsten. Also man kann auch wieder hingehen und sagen, okay, ich baue den Innenausbau wieder aus und mache meine Rückbank wieder rein. Und als Besonderheit bei diesem Ausbau ist, dass wir die Aufteilung der Module etwas geändert haben. Man kann hingehen, ich zeige das mal einmal hier. Oh, Entschuldigung. Man kann hingehen und nur den vorderen Teil, den man also hier erkennt, bis hierhin, nur diesen Teil ausbauen, die Rückbank wieder einbauen, aber alles, was im Heckbereich ist, im Fahrzeug drin lassen. Zum Beispiel Schubladen oder eine Mokubo oder was auch immer. So hat man praktisch immer noch den Kofferraumausbau, hat aber die normale Sitzbank wieder drin. Das ist eine Besonderheit, die geht nur bei dem Explorer für den 4XE oder eben beim Flexplorer, das ist aber ein etwas anderes Konzept. Was für Material besteht da Ausbau? Das ist Bootsbauholz, also wirklich sehr hochwertiges Holz, das nicht nur wasserfest verleimt ist, sondern in sich wasserfest ist. Das heißt, dieses Holz kann ich also auch eine Woche lang, haben wir mal ausprobiert, unter Wasser drücken mit einem Stein und es verzieht sich kein bisschen, im Gegensatz zu irgendwelchen Siebdruckplatten oder weiß ich nicht, minderwertigen Baumarkthölzern, die dann immer dazu neigen, wenn Feuchtigkeit ins Auto kommt oder große Hitze oder morgens Feuchtigkeit und nachmittags die große Hitze, dann neigen diese Hölzer dazu, leicht zu verbiegen. Und das passiert bei diesem Holz hier nicht. Es quillt auch nicht auf oder sonst irgendwas und ist gleichzeitig sehr, sehr leicht. Das ist also die Matratze oder eine mögliche Matratze. Die gibt es auch einzeln. In diesem Fall ist es jetzt eine Doppelmatratze, die man also hier reinlegt. So, und dann muss die eigentlich nur noch, aufpusten. Und das macht man, indem man diese Öffnung hier einfach umdreht. Die hat eine Öffnung zum Befüllen. Das ist also, man kann diesen Knopf also umdrehen, wenn ich hier so rum reinstecke und dann hier drücke, geht die Luft raus. Es geht aber keine neue mehr rein, wenn man sie rausgedrückt hat. Dann ist das Ventil also geschlossen. Und zum Befüllen dreht man das Ganze also um, drückt es so rum rein. Und jetzt ist es eine selbst aufblasende Matratze. Es dauert halt einen kleinen Moment, bis sie praktisch die Umgebungsluft reingesogen hat.
Man kann auch noch mit ein bisschen Pusten zwei, drei Mal am Schluss noch nachhelfen, dann geht es ein bisschen schneller und dann hat man sein fertiges Bett. So, und wenn man dann hier also liegt, ist also auch ganz praktisch. Man kann hier schön zu zweit liegen, man ist weg vom Boden, ne? Weg von der Bodenkälte. Wenn es warm ist im Sommer und man hat hier so einen Sunrider-Top, wie der hier das hat, kann man also auch noch in die Sterne schauen. Und während man hier noch im Bett liegt, hinten, ist auch ganz praktisch, kann der andere natürlich schon an der Küche den Kaffee vorbereiten. Weil wir ja hier an der Küche, es bleibt ja alles zugänglich, egal ob da jemand liegt oder eben nicht. Und ich kann also hier dann ja praktisch hingehen und sofort loskochen, weil ich ja alles dabei habe, was ich brauche für vier Personen, inklusive Töpfen, Tassen, Tellern und allem Weiteren. Also man kann direkt morgens punkten. Genau. Genau, man kann sich direkt beliebt machen, indem man schon mal einen Kaffee von hier direkt ans Bett bringt. Der Innenausbau für den Jeep Wrangler 4xe beginnt bei 3.990 Euro. Und für die Lieferzeiten? Lieferzeiten haben wir im Moment, wir starten mit der Auslieferung so ab Mitte August. Aktuell, es kommt natürlich darauf an, wie viel wir hier auf der Messe noch verkaufen werden. Und, aber aktuell ist es Mitte August. Das wird bei euch in Düsseldorf eingebaut? Genau. Man bringt dann das Fahrzeug also zu uns und wir bauen das dann vor Ort ein. Einbauzeit so etwa 1 bis 2 Tage, je nachdem wie umfangreich die Ausstattung ist. Ja, vielen Dank und viel Erfolg mit dem neuen Modell. Gerne, vielen Dank.